Grundsätzlich geht es mir darum, in der Kunst, wie oft, so eine Art von Sprache zu entwickeln und die quasi aus bestehenden Worten auch irgendwie neu zusammenzusetzen. Ich sehe die Kunst grundsätzlich einfach als etwas, wo man kreiert, was der Mensch kann, mit seinem Gehirn Dinge zu erschaffen und das auch in selbst aus bestehenden Sachen. Bei mir sind es bestehende Sachen, die teilweise auf den Alltag oder auf Dinge, die ich sehe, zurückgehen, die ich dann verarbeite, nicht aber abstrahiere. Mir ist ganz wichtig, dass es Kunst ist, das nicht direkt Bezug auf etwas nimmt. Und wenn, dann ist es ein Bezug, den ich verarbeitet habe, weil ich es irgendwo aufgenommen habe. Es kommt durchaus aus der Kunstgeschichte auch oder aus einem Möbel und manchmal ist es auch sichtbar. Es geht aber nie darum, das darzustellen, sondern es geht darum, dass es was Freies und Neues ist. Ich kann dazu sagen, anhand von dem erklärt sich es vielleicht auch ein bisschen leichter. Der Titel der Ausstellung ist Schlingfister und den habe ich so gewählt, dass ich mir Worte ausgesucht habe, die ich assoziativ zu dem, was ich selber mache, sehe, und zwar Schlingen und Linien. Und dann bin ich aber in einen alten deutschen Dialekt rein und habe einfach so lange gesucht, bis ich etwas gefunden habe, was eben Schlingfister heißt, und das ist sowas wie Schlitzohr. Bösewicht, und da beziehe ich mich dann wieder selber, quasi auf den letzten Titel meiner ersten Ausstellung hier, die ist Crook, und Crook heißt auch Schlitzohr oder aber auch Biegung. Und einfach so diese ganz banale, sichtbare Ebene von einer Biegung oder von einer Schlinge habe ich hergenommen, um quasi wieder eine Wortkreation zu wählen oder eine Wortkombination, die in dem Fall sogar besteht, um ein Stimmungsbild zu erzeugen. Abstrakte oder reduktionistische Künstlerinnen machen, zu sagen, man schaut auf die Architektur, man schaut auf das Möbeldesign, und so Sachen sind auch Dinge, die ich sehr liebe, aber niemals würde ich direkt jetzt ein Möbel hernehmen und das abstrahieren. Es ist vielmehr etwas, wo ich sagen würde, eine Art Nostalgie oder selbst gelernte Nostalgie, selbst auf etwas, was ich so selber nicht mehr mitgekriegt habe, wo Dinge aus einer früheren Zeit kommen, die ich kenne, aber mein Gedanke dazu oder die Stimmung, die ich dabei habe, versuche ich dann umzusetzen und nicht jetzt das Ding selber. Oft ist es es ist so ein Zwischenspiel, es geht sehr viel auch um Reibung und Spannung. Oft sind es zwei oder mehrere Linien, wo es darum geht, im Verhältnis zum Bildformat, zu der Größe, zu der Farbung und zu der Biegung, die die Linie macht, gewisse Spannungen zu erzeugen. Und das auch in einer Spannung innerhalb von sehr geplant und sehr gesetzt, zwischen ganz frei wie gekritzelt. Und das ist das, was ich versuche, mich anzunähern und mir selber wieder Wege zu finden, um das wieder um das aufzugeben, quasi diesen Plan oder diese Starrheit oder dieses eigene Alphabet, das ich mir zulege, wieder zu verlassen, um wieder ganz frei, ohne drüber nachzudenken, rein von der Situation heraus zu machen. Ja, es gibt schon immer diesen Kippmoment. Es gibt irgendwie diese Momente, wo es ganz bewusst in die Zweidimensionalität geht und ich reiße mich auch teilweise sehr zusammen, dass ich nicht mehr mache oder dass ich nicht mehr in die Dreidimensionalität gehe. Diese Kippmomente, aber dass in der Vorstellung, genau wie du sagst, ein Raum erzeugt wird und plötzlich aus dem Zweidimensionalen, wenn sich der Blick des Betrachters ändert, das in ein Dreidimensionales kippen kann oder im besten Fall nach innen. Das ist das,